fand sehr gut, dass es eben so einen Workshop-Charakter hatte, dass man in verschiedenen frisch zusammenkommenden Teams entsprechende Fragestellungen bearbeitet hat, die eben letztlich die Menschen hier vor Ort bewegen. Vielleicht wäre noch gut gewesen, bestimmten Input von außen schon zu haben. Was sind so die Hauptfragestellungen, die man normalerweise in der Kommune diskutiert? Das hätte, denke ich, nochmal etwas bereichert. Also wir als regionaler Ökostromversorger in der Region Kahlenberger Land haben natürlich ein großes Interesse, mitzubekommen, wie Digitalisierung in der Kommune und wenigstens da hat eine gewisse Vorreiterrolle gesehen wird, welche Themen da die Treiber sind, weil wir unsere Produkte eben gerne zusammen mit den Kunden entwickeln. Und deswegen ist so eine Veranstaltung da sehr hilfreich, damit wir da in die richtige Richtung laufen. Also Sie finden, dass es in Bennigsen schon sehr gut läuft eigentlich? Hat eine Vorreiterrolle sicherlich. Ja. Aber wir machen sehr viel mit Portalen, mit Bürgerbeteiligung, mit online. Und da ist wenigstens in dem Raum hier